Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Wir sind hier wieder mit dabei. Herzlich willkommen zurück. Und heute geht es um eine Frage, die mir schon zig Trilliarden Mal gestellt wurde. Ja, genau so viel, weil ich habe auch so viele Abonnenten, dass sie mir das stellen können. Genau. Ja, eine Frage, die mir ziemlich oft gestellt wurde. Und zwar wäre das die atemberaubende und so sehr selten gestellte Frage auf YouTube, allgemein im bekannten Raum des Let's Plays. Wie wird man ein guter Let's Player? Okay, gut. Ja, ich wollte darauf schon mehrmals eingehen und habe mir gedacht, ich mache ein Antwortvideo. Wollte es aber auch nicht auf meinem Kanal hochladen und habe mir deswegen gedacht, ich lade es jetzt hier auf meinem neuen Kanal hoch. Dafür ist das sehr gut. Und das mache ich in Form eines Commentaries zu Plants vs. Zombies, wie wir das hier im Hintergrund sehen. Ja, also, ich kann euch verraten, wie man ein Let's Player wird. Guten Let's Player möchte ich nicht sagen, weil das liegt natürlich in Form des Betrachters. Jeder bezeichnet gut als etwas anderes. Und darum würde ich einfach mal sagen, beginnen wir. Was brauche ich zum Let's Play? Zum Let's Play brauche ich erst einmal ein vernünftiges Mikrofon. Darauf solltet ihr achten, dass ihr ein Mikrofon habt mit Rauschschutz. Ob ihr nun ein Kopfhörermikrofon habt oder ein Standmikrofon oder ein Tischmikrofon, ist dabei eigentlich vollkommen egal. Ich würde am Anfang raten, vielleicht ein Tischmikrofon zu nehmen mit Rauschschutz. Die sind am billigsten mit und haben eine recht gute Qualität, was die Sprachaufnahme angeht. Bei Headsets solltet ihr aufpassen, wenn ihr die nehmt, dass ihr eure Ohren, dass sie nicht zu beengt sind, weil man da eine Länge aufnimmt, dann tun einem doch ganz schön die Ohren weh danach. Und zudem sind Ohren, die gehen schneller kaputt durch das Kabel und bei Standmikrofon auf dem Tisch, da kommst du ja theoretisch eigentlich nicht dran. Deswegen ist das besser und die haben auch meistens USB-Anschluss, das hält sich länger als so ein Kabelanschluss. Ja, wenn ihr weiter fortgeschritten seid, könnt ihr euch dann ein Standmikrofon eventuell noch leisten. Muss man aber dazu aber sagen, die sind wirklich recht teuer und sind auch nur zu gebrauchen, wenn man wirklich viel Let's Play macht und wirklich auch dabei bleiben will. Ja, weiteren, was gibt's noch? Qualität des Videos, ihr müsst nicht unbedingt in HD++++++ hochladen. Es reicht vollkommen aus, dass ihr in 720 Pixel hochladet, meiner Meinung nach. Ihr könnt auch in 480 hochladen, man sollte bloß halt aufpassen, dass es nicht in 240 war das, glaube ich, dass es nicht in 240 oder so hochgeladen wird. Also eine gewisse Qualität sollte schon vorhanden sein, also unter 480 ist schon echt schlecht, muss man sagen. Da solltet ihr darauf achten, also wenn ihr hochladet, dann achtet auch darauf, dass sich die Hochladgeschwindigkeit natürlich von der Anzahl der Pixel, die ihr auswählt, beeinflussen lässt. 720 ist meiner Meinung nach das günstigste. Es ist HD, hat eine gute Qualität, ist nicht das High-End-Ding. Es gibt ja mittlerweile 1,44K, aber naja. Also das 720 ist meiner Meinung nach das Beste. Es braucht selbst bei einer schlechten Internetleitung wie meiner kann man das super hochladen. Da wären wir auch gleich beim nächsten Thema. Ihr solltet eine gute Internetleitung haben. 6K habe ich, das reicht bei mir aus. Ich muss aber meinen PC über Nacht laufen lassen. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann braucht ihr also vielleicht, wenn ihr das schnell hochladen wollt, eine 20K-Leitung auf jeden Fall zulegen. Oder haben. Was brauchen wir noch fürs Display? Das Commentary, das kommt natürlich von selbst ab. Anfang wird es bestimmt ein bisschen stotternd sein und ein wenig hakeln, aber das, ihr solltet anfangen viel zu reden und oft zu reden, privat das auch zu üben, aber dazu kommen wir dann im nächsten Teil das Vorstellen, erstmal erzähle ich euch, was ihr braucht und dann erzähle ich euch, worauf ihr achten müsst. Ich werde das Video wahrscheinlich auch cutten in zwei Teile, Part 1 und 2, und dann geht es im zweiten Teil darum, was ihr beachten müsst. Tja, was braucht ihr noch? Eine ordentliche Tastatur sollte vorhanden sein, eine Maus sollte vorhanden sein. Wenn ihr kabellos habt, dann sorgt dafür, dass vor der Aufnahme die Mäuse aufgeladen sind. Ihr solltet einen ordentlichen Rechner haben, der auch nicht zu ruckeln anfängt. Und ihr solltet aufpassen, dass ihr eure Programme wie zum Beispiel Fraps oder Camtasia oder mit was auch immer ihr aufnehmt, Dextery gibt es ja noch oder Overwolf heißt das eigentlich, glaube ich, solltet aufpassen, dass dieses Programm nicht auf derselben Festplatte ist wie das Spiel, das ihr spielt, da es sonst zu Lachs kommen kann. An sich würde ich als Startprogramm Fraps vorschlagen, das ist ziemlich gut. Kostet 30 Euro und wenn ihr dann fortgeschrittener seid, muss man einfach sagen, man muss gar nicht von Fraps umsteigen, man kann dazu Audacity nehmen, um die Dateien besser zu zerstückeln, Audacity nimmt dann den Sound auf und Fraps das Spiel. Ich persönlich nutze nur Fraps, aus dem Grunde, da ich mit Audacity nicht ganz konfirm bin,
und auch nicht werden möchte. Das gefällt mir nicht so gut. Ist jedem seine Ansichtssache natürlich. Und dazu nutze ich natürlich noch Camtasia. Das allerdings ist ganz schön teuer. Also da muss man wirklich sich dann im Klaren sein, dass man das Spiel auch weiter, dass man dieses Let's Play noch weitermachen möchte. Das ist genau wie beim Standmikrofon halt. Ja, das dazu. Wie gesagt, ein PC sollte ganz gut, sollte lieber vorhanden sein. Ihr solltet eine ordentliche Festplatte haben, weil Rohdateien von Spielen können bis zu, ich würde mal sagen, wenn ihr von Minecraft Standard ausgeht, dann habt ihr für eine Stunde Minecraft könnt ihr 60 GB einladen. Die werden natürlich dann wesentlich kleiner, wenn ihr es dann komprimiert. Dazu ist Camtasia zum Beispiel sehr gut zum Komprimieren, zum Schneiden und so. Allerdings, wie gesagt, ihr braucht, also ihr solltet mindestens eine Festplatte von 500 GB haben, wenn ihr, wenn ihr täglich was hochladen wollt. Wenn ihr weniger hochladen wollt, dann reichen bei 300 aus. Wenn ihr täglich mehrere Let's Plays hochladen wollt, dann empfehle ich euch eine 2 GB Platte, die kostet ungefähr 80 bis 100 Euro. Das ist natürlich, wie gesagt, wieder für den fortgeschritteneren Spiele auf Neo-Modus, wie auch immer, das, was ich mache. Ja, weiter geht's. Was brauchen wir noch? Eigentlich müsste es das sogar gewesen sein. Ihr solltet viel Zeit einplanen, also ihr solltet gucken, das, was ihr an Let's Plays aufnehmt, ungefähr die doppelte Zeit braucht ihr, um das Let's Play zu bearbeiten, plus dann die Zeit, das hochzuladen, plus die Zeit, sich um die Community zu kümmern, Facebook vielleicht noch, all das braucht ihr. Und ja, das war's anscheinend schon mal für den ersten Teil. Und dann gehen wir jetzt über zum zweiten Teil und das wäre